Da kommt er auch gerne hoch, ja. Ich lach's ja, wenn's vorbei war und du sogar noch gewonnen hast. Nee. Oh Gott! So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Modern Warfare 2 Spezialeinheit. Ich habe wieder die Datenkapsel Knights dabei. Hallo. Ja, auch er wird mir heute wieder helfen, dabei vielleicht mal die 3 Sterne zu kriegen. Wir versuchen das heute nur einmal und danach lassen wir's. Ich bin eine Schildkröte. Klasse. Ich hätte es gedacht, du kuschelst mit deinem Gewehr. Das so, auch. Wir machen heute Schildkrötenrennen. So, ich nehme die nicht vorhandene Beretta. Alles klar. Auf 3 geht's los, hä? Ja. 3. Ich treffe nicht. Oh ne, das war ein Zivilist. Hallo? Messer. Okay, habe ich. Und war das gut oder war das gut? Ich habe nichts getroffen, aber war gut. Ach komm, eins feierst du bestimmt auch. Ja, 7 Stück habe ich getroffen. Ja, ich habe 17. Ja, da irgendwann musst du machen. Ah, das hast nicht gut. Das liegt aber nur daran, weil du mir wieder kurz zuvor Abschüsse geklaut hast. Ja, natürlich. Also, das ist ja aber ganz klar. Ja, ja. Erneut spielen? Nee. Zurück zur Spielzahleinheit, oder? Ja. Okay. Und dann gehe ich jetzt wohin? Jetzt kannst du nochmal auf Einsatz sehen und jetzt hast du 3 Sterne. Jetzt ist, Ja, und wie kann ich da jetzt. Also, 3 und dann gehe ich auf Alpha. Genau, und das ist jetzt die anderen. Ja, das geht ja nicht. Wir brauchen immer noch 4 Sterne. Nein, für Alpha nicht, für Bravo brauchst du 4 scharf Sterne. Scharf geschossen. Okay, Operation genau. Starten. Ah, so auf geht's. Bei scharf geschossen und dem Ladebildschirm. Ach, ja, jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Du musst es gleich nochmal schnell beenden. Wieso? Aber scharf geschossen muss man jetzt schon die Schwierigkeit einstellen. Wir lassen das jetzt einfach mal. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Ja, aber auf Rekrut kriegst du wiederum nur 1 Stern. Egal, wie schnell du bist. Musst du das jetzt allen Zuschauern verraten? Ja. Wir hätten jetzt einfach sagen können, das war ein Datenfehler und das wäre schwer gewesen. Ja, aber... Gut, dann sind ja nicht blöd. Komm, den kannst du doch nicht vormachen. Ende. So, dann gehen wir nochmal auf Operation. Ne, muss ich jetzt... Ach hier, ja, Schwierigkeit nee, jetzt musst du einfach auf Schwierigkeit wählen und dann steht da jetzt... Sie werden nicht überleben. Soldat, Söldner, Sie werden nicht überleben. Das klingt gute Voraussetzung. Machen wir erstmal Söldner oder wie? Oder meinst du, wir schaffen auch Veteranen? Ach, die Mission auf Veteran ist total einfach. Also okay. Da habe ich kein Problem. Also zweifle nicht an deiner Kompetenz. Ach Gott, oh Gott. Was vielleicht ein Fehler ist. Nicht nur einer. Ja, nee, natürlich. Also Professionalität. Ich hoffe, du kannst snipern. Oh ja, ja, ja. Ja, ja, ich kann snipern. Waffenvorräte nutzen und falls vorhanden kleben. Ich kann noch nicht mal quickscopen, aber ist, ja, ich krieg das hin. Wohin muss ich schießen? Hier so, die Richtung so und die Richtung. Was? Welche Richtung? Einmal hier so. Ja? Und da hinten so. Du merkst schon, von wo die Kugeln angeflogen kommen. Ja. Treffer. Wir machen Fortschritte. Ein Versuch ist schon geschafft. Hey, lässt mir oben Platz. Hey, gut. Was? Oh, ich hab's erwischt. Mayday! Ah, ich bin tot! Da war doch nicht! Ja, und ich dreh schon um und will dir aufhelfen. Oh, sagt, wir hier nur die Kills klauen. Ja, komm, ich muss ja auch paar Kills kriegen. Was sollen dir die Leute von mir denken, wenn du alles wegschießt und nicht im Kerner sieht was? Willst du die Predator-Rakete fliegen? Ja, will ich. Wie macht man das? Da und dann F drücken. Und dann 4. Du wirst bloß mit aufstehen können irgendwie. So, F. Und 4. Gut. Dann oder 5 oder so. Nee, 4 steht da irgendwas da. Und. Genau in die Mitte, genau in die Mitte. Treffen. Weiter so. Mehr als 5 Treffer. Gut gemacht, gut gemacht. Mehr als 5 Treffer. Die loben mich auch nicht. Oh, ich bin gleich tot. Ja, ein Computer bedienen kann er immerhin. Ja, wenn sonst nicht klappt, ne? Rakete online. Nur noch 4. Oh, Rakete online. Heißt es wieder? Nee. Noch
Noch einer, wo ist er? Ich finde ihn nicht. Er schnappt. Hier, achso, kann ich wieder auf die 4 drücken oder was? Haben schon. Oh. Mit der Pistole auf die Entfernung. Oh. Jetzt hätte ich aber sowas von und so. Rakete online. Oh, Rakete online. Und wo setzen wir hin? Oh, da kommt irgendwas auf uns zugeflogen. Ein Hub. Ja, das ist Auto. Ein Jeep. Jetzt nicht mehr. Es durfte kein Jeep, es durfte eigentlich kein Jeep mehr sein, oder? Ne, das kannst du vielleicht noch als Altmetall verkaufen, aber... Cool, Altmetall. Ich treff mich. Bestimmt ein bisschen Draht draus machen. Boah, Double Shoot. Wie viel sind sie noch für Feinde? Komm, ich schieß nochmal eine Rakete. Weil es cool ist. Und... Rumpf. Boah, der hat mich gerade fast getötet, ey. War es die Rakete? Ja, ich hab deine Rakete abgekriegt. Oh. Entschuldigung. Irgendwo auf dem Dach. Du musstest mal zu mir hingehen und F drücken, ist das, glaube ich. Der Profi liegt am Boden. Ja, einer muss sich doch für dich opfern. Du weißt doch, der von der Army ist doch immer der sich als erstes für die Zivilisten opfern muss. Ja, ich bin da auch völlig, würde ich sagen, begeistert von dir. Und den Jeep abwische ich aber sowas von. Sie machen Fortschritte. Ein Viertel ist schon geschafft. Sie sind erledigt. Oh, da war ja wieder nichts. Oh, hallo. Die Hälfte ist geschafft. Ich könnte nicht mehr aufhören, auf mich zu schießen. Was jeder machen würde hier. Fertig. Konzentrieren Sie sich. Macht das nicht jeder? Nee. Eigentlich ich noch nicht. Eigentlich schießen sie auf dich alle. Noch zwei. Oh, Rakete, Die Rakete. Die zahlen mir nur noch nicht genug dafür, dass ich gegen dich spiele. Ach so. So läuft das. Habe ich jetzt jemanden getroffen, ja? Irgendwen wer schon getroffen hat. Nee, doch nicht getroffen. Mist. Siehst du den? Ja, aber ich treffe ihn nicht. Gut. Ich habe Standbild. Fast. Wo ist denn der? Aua, schießt mir doch nicht dauernd im Rücken. Was soll denn das? Hab ihn. Rakete online, Rakete offline. Oh, 30 Feinde und ein Jeep. Und ein Truppentran. Transporter. Oh ja, den Truppentransporter versuche ich gleich mal mit der Rakete wegzupfeffern. Rakete online. Mach das. Weil ich nicht sehe, wo irgendwo ist. Da drüben ist der Truppentransporter. Und. Ein Viertel der Mission ist Bumm. Gut getroffen, hä? Direkter Treffer. Jetzt tun wir mal hier mal ein bisschen mit Anti-Scharfschützengewehr rum. Hilfe! Mich hat's erwischt. Jetzt sind wir beide tot. Das so. Ging jetzt aber ganz schön schnell. Ja, muss ich auch sagen. Also, wir müssen das professionell angehen. Also, mach mal soweit. Ich nehme wieder die Rakete, weil es cool ist. Ja, die kommt aber erst in der zweiten Runde. Ist ja egal, ich nehme trotzdem die Rakete. Ich verbarrikadiere uns mal mit ein paar Landminen. Ah, die sind hochgekommen oder was? Ah, die können hier hochkommen, wenn die nah genug rankommen. Okay. Erwischt. Oh, wo ist er denn hin? Sie treffen. Es ist deprimierend. Da komm her, Alter. Schrebel. Nachladen. Ja, also das ist noch eine der einfacheren Missionen. Echt? Und da scheitern wir schon dran. Sollen wir sein. Ja, da kommen nachher noch Missionen, wo du einen Panzer ausschalten musst. Mit Granaten. Ich bin schon wieder fast tot, ne? Nur mal so nebenbei mit erwähnt. Ja, ich. Achso, hast du Ich sehe das. Es geht mir aber nicht besser, muss ich leider sagen. Okay, ich nehme jetzt mal eine andere Waffe. Wo ist die andere Waffe? Gab's die nicht da mal eine andere Waffe? Da hinten liegt auch noch ein MG. Ja, das hatte ich ja vorhin schon gehabt, das MG. Deshalb bin ich nicht mehr dazugekommen zum Nehmen. Nur noch einer. Oh yeah. Wo ist denn der eine? Hast du ne? Nein, euch was besitzt. Ja, ich hatte ihn auch gerade. Okay, ich habe ich. AIBA.45. Was? AIBA.45? Ja. Jetzt. So, dann werden wir gleich mal ein Hallo Willkommensgeschenk geben, oder? Oh ja. Und direkt in die Porklöbe rein und fertig im Text. Sind ja nur noch zwei. War gut, wa? Aber dann macht die kleine Rakete doch ein bisschen was aus. Ja, ne? Wenn man sie richtig platziert schon, aber hat uns wirklich so nicht viel gebracht.
Rakete online. Ah, da. Ah! Hier. Boah, ich wurde selber gerade. Hier, ich komm neben dir. Rette mich. Save mein Leben. Ja, ich wollte nur kurz noch irgendwie versuchen, den zu kriegen. Ich habe nämlich keine Munition mehr. Vor allen Dingen save meine Leber. Was? Deine Leber? Da ja. Bin ich schon zu spät. Nee. So. Das ist nie zu spät. Also was soll denn das heißen hier? Ich habe eine saubere, gute Leber. Ich wurde reingedonnert. Ein Viertel ist schon geschafft. Guter Schuss. Das sagen wir doch alle. Ja, ne? Oh, wieso treffen die mich? Junge. Was war ja, sinnlos? Den Soldaten, die haben vielen gelernt. Ja, ich ne. Ja, das merke ich. Ich war 4 Monate in Afghanistan und treffe bis heute noch ne. Warst 4 Monate in Afghanistan? Ja. Wie hast du das überlebt? War es bis heute auch noch. Aber ich habe es überlebt. Das ist mir ein Rätsel. Ja, ich glaube, den meisten so ist das ein Rätsel. Wahrscheinlich noch genauso. Ja, der eine Feind ist bei mir hier. Einer ist bei mir, den habe ich schon gesichtet. Oh, hallo. Hast du jetzt einfach mal Dings gemopst? Ja. Preist, wie du bist. Wenn du den nicht kriegst. Ja, ich musste nachladen, es tut mir ja leid. Das sagen sie alle. Ich bin aber nicht alle. Und einmal auf den Chip. Habe ich ihn erwischt? Ja. Jupp. Au, 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 au. Wie können die mich durch den Rauch sehen? Na, no, das ist ja das, was ich gerade meinte, ja. Kann man eigentlich auch irgendwie ranzoomen hier beim Fernglas? Beim MG nicht, nein. Ich verblute. Also du kannst mit der rechten Maustaste kannst du zielen, falls du das nicht mitbekommst. Ja, das wäre sonst beim Scharfschützengewehr etwas. Ja. Na, das ist Counter-Strike, hast du noch nie mitgekriegt. Ach so, geht das wohl nicht, oder was? Nee. Echt? Counter-Strike kannst, also mit dem Scharfschützengewehr schon, aber mit normalen Waffen kannst du nicht ran. Oh, das gibt's, ne? Ja, ich hab halt kein Blut mehr, aber Blute. Ja, also so ein durchschnittlicher Soldat in COD verliert, glaube ich, bis zu seinem Lebensende 20 Hektillionen Liter Blut. Das ist ja gut, da bin ich ja so gut dabei. Ach, ist es doch weg, oder wie? Brauche ich doch mal Hilfe. Wo ist denn der Gegner? Er hinten in der Ecke und er kommt nicht raus. Hinten in der Ecke? Moment. Ich sehe ihn nicht. Hab da. Ihn. Da versteckt er sich, der Hund. Ja, wo ist er hinten noch? Da vorne muss er irgendwo sein, der Hund. Schön weggeflogen. Alter, was ist denn hier los? Da lag eine Granate oben bei dir. Da liegt immer noch eine Granate oben bei mir. Ich hab das gemerkt, was meinst du, warum ich runtergesprungen bin? Du kannst doch einfach runterspringen! Ich dachte mir, wenigstens einer von uns muss überleben. Ja, ich hab ihn erwischt. Boah. Ja, so, liebe YouTuber, das ist Professionalität im Einklang mit mir. Der eine lässt den anderen im Stich. Ja! Da ist eine Granate, springen! Okay. So, ich werde dann mal wieder, ne? Das, was ich am besten kann. Truppentransporter! Den krieg ich. Hab ich ihn erwischt? Ich weiß nicht, ich hab kaputtes Metall gehört, aber das könnte auch deine Rakete gewesen sein. Ah! So, Granaten. Holiday. Und ich hab gehört, du hast dich für Schlag den Panther beworben. Ja, effektiv versagt. Auch hier aber nicht. Weiß ich doch nicht. Nee, aber ja. Ja, was schätzt du denn? Das Video ist doch bestimmt schon raus, wenn das entschieden ist, wer bei Schlag mit Panther dabei ist. Ja, ich schätze mal, ich bin grob da nicht dabei, aber es muss ja auch nicht. Weil ich denke mal, bis das Video raus ist, ist Schlag der Panther schon vorbei. Von daher würde ich sagen, ich bin nicht dabei. Leider habe ich es nicht unter den Top 3 geschafft und da kommt er auch gerne hoch, ja. Ich lach's ja, wenn es vorbei war und du sogar noch gewonnen hast. Nee. Oh Gott! Siehst du, das kommt davon, wenn man über andere Dinge redet. Wir werden nicht professionell. Ja, erneut spielen. Das gibt's doch nicht. Doch, siehst du doch. Komm hier, gib mir die scheiß Landminen. Ja. Ah, ja. Obwohl ich könnte. Oh, mir ist eine Waffe runtergefallen.
Beine. Wie hast du das gemacht? Der ist runtergefallen. Oh, hier liegt eine AK. RPG-Party! Hier liegt eine AK? Ja, die ist mir gerade runtergefallen. Ist mir noch nie aufgefallen. Nein? Das ist ein Update. Nein. Das ist ein ganz neues MW2-Update. Da liegt jetzt, dass die da unten liegt. Muss jetzt so sein. Das Schönste ist, was die drunter hat. Willst du mal hören? Was? Ja, einen schönen kleinen Granatwerfer unterm Lauf. Ach so. Was ist da davor? Dann Granatwerfer mal ein bisschen, weil... Irgendwie... Wieso krieg ich denn ja jedes Mal auf den Deckel? Es ist deprimierend. Bin ich wirklich so schlecht? Was sagt ihr dazu? Schreibt in die Kommentare. Oh, ich hab da eh keiner. Oh, hallo? Du weißt doch eh, was da für Kommentare zurückkommen. Nur gar keine. Oder ja, bist du. Ja. Wo ist der Feind? Ich will ihn sehen. Ah. Da hinten ist der Feind. Da war der Feind. Achso, halt. Nein, ich hab nur noch zwei Granaten. Mist. Ja, ich hab noch eine Panzerfaust hier. Ach, kriegt man eigentlich immer wieder volle Munition, wenn es losgeht hier? Nein! Also wenn die Munition alle ist, ist alle, oder wie? Ja. Yep. Okay. Und den Truppentransporter kriege ich. So, und damit war's das mit dem. Ich glaube, die Barrette ist hier wirklich effektiver. Barrette? Also was denn? Die Barrette ist das dicke Schafgewehr. Ja, das Problem ist, ich werde ja auf die treffen, aber ganz schön, muss ich sagen. Oh, Rakete online. Da haben wir nochmal schlimm mit Rakete. Ist viel cooler. Hat sogar Kaliber 50, wenn dir das ein Name ist. Okay. Aber wie muss ich mir so ein Kaliber 50 vorstellen? Das ist doch bestimmt so handgroß, oder nicht? Das ist eine ganz schöne Wumme, ja. 5 sind übrig. Das ist Kaliber 50 schon Panzerbrechen? Ja, würde ich schon fast behaupten. Muss so eine Hände, so bei jedem Panzer dann eine effektive Wirkung hat, aber ja. Ja, reicht ja, wenn du es so weit schaffst, dass du beim Panzer das Munitionsfach. Hast du jetzt gerade eine Granate geworfen? Ja. Schön, ich stelle mich hin, weil ich den Gegner wegknallen will, du wirfst die Granate dorthin. Oh, wo ging jetzt? Wieso ging dir jetzt hier das Ding hoch eigentlich? Weil hier eine Claymore stand, also eine Landmine, und der da hochgelaufen ist. Ja, aber bei mir ist er auch kaputt gegangen auf der anderen Seite. Los, geht nur los. Zap, zap. Und. Los. Ja, wird das Auto erwischt. Ich mach flächendeckendes Schießen oder so in der Art. Nee, treff mich trotzdem. Ich geh kaputt. Ja, ich frag mich auch, also das müssen alles Supersoldaten sein. Also die können durch den dichtesten Rauch von deiner Rakete, können die durchballern und treffen. Na? Also... Wie sollen wir das überleben, wenn Russland uns jemals angreift? Das weiß ich nicht. 4 sind übrig. Den machen wir mit Rakete platt. 3 sind übrig. Ja, da sind sie, die Hunde. Nein, keiner mehr. So, vierte... Vierte Runde zum vierten Mal. Nein, zum dritten. Ach nee. Erst zum dritten. Zum dritten Mal. Wir sind immer noch nicht weiter. Irgendwas machen wir falsch, hab ich ihm gesagt. Ja, wir sterben. Aber zumindest haben wir gleich mal wieder einige ausgeschalten. Aber das ist, finde ich, cool, dass das hier so die Gegner sterbend liegen bleiben. Ja, ist nicht viel im Battlefield, oder? Komm. Dafür kannst du im Battlefield nicht quickscopen. Aber ich habe jetzt eine schöne Fünferreihe gehabt. 5 Gegner auf einen Streich. Oh, schon wieder da. Bei mir kommen keine Gegner mehr. Echt? Bei mir sind sie dafür umso viel, umso mehr. Und gleich mal in die Karre rein. Feier. Und rein getroffen. Nee, leider nicht. Die haben sich hinterm Auto versteckt. Ist zwar eine Frage, wie man sich dann hinterm Auto. Wie man hinterm Auto überleben kann, sowas, aber ist okay. Die können's. Musst du mir mein Kill klauen? Ja. Danke. Also als ob ich dir was überlassen würde. Also das ich merke das schon. Du bist ein bisschen leicht egoistisch heute. Heute? Den, wir spielen auch seit heute miteinander. Also heute.
Ja, er zwingt mich nämlich dazu. Ja. Truppentransporter, Truppentransporter! Rümpf, weggeniedet. Und was sagst du denn dazu? Hast du fein gemacht. Ja, kannst du auch mal loben. Ja, nur nicht zu viel Lob. Nee, aber ein bisschen. Auch ein bisschen kann man mal loben. Ja, gut. Willst du noch ein Leckerli dafür? Ja, mindestens. Ein Lolli. Lollis habe ich nicht. Dann könnte welche. Würstchen kann ich dir anbieten. Würstchen, hallo? Würstchen sind super, hallo? Bin ich eine Frau? Will ich ein Würstchen? Ja, doch nicht Sonnenwürstchen. Nee, aber, so komisch das jetzt für den manchen klingen dürfte. Ja, aber bei uns ist wirklich, bei uns gibt es wirklich erstmal GZ, dass wir es endlich geschafft haben. Ja! Jetzt haben wir 3 Sterne. Ja, so. Da, was es bei euch jetzt so wirklich gibt, das sehen wir dann im nächsten Port. Weil wir haben ja den Port nach einer Stunde geschafft. Gefühlte 3 Stunden. Ja. Peinlich. So. Bis dahin würde ich dann sagen, Bravo-Einsätze freigeschalten. Yay! Na, mindestens. Aber machen wir das nochmal Applaus wert. Bis dahin, tschüss mit euch, euer kleiner Kumpel mit dem... Knights! Yay!